Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Testvideo, sage ich jetzt mal. Wie schon so oft bei solchen Videos bin ich in der Minecraft 1.8 Version unterwegs. Und wenn ihr das hört, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe was Interessantes gefunden. So ganz nebenbei habe ich natürlich jetzt endlich eine Soundkarte, die funktioniert. Eine externe und da dementsprechend dann auch das Mikro genommen. Gott, hier sind viele Sounds unterwegs. Liegt auch mit daran, dass ich eben ein lustiges Soundmod gefunden habe. Oder eine lustige Mod. So ist es ja korrekterweise, denke ich mal. Die Mod, ja. Die Modifikation. Macht Sinn. Ich wusste gar nicht, dass es neben diesen Texture Packs auch Soundpacks gibt. Unter anderem auch von Sfax, der ja auch dieses Texture Pack Pure BD Craft gemacht hat. Und da sind unter anderem entsprechend andere Sounds, ne? Also wie gesagt, das klingt ein bisschen anders. Dieses, ich sag mal, Plop-Geräusch, wenn man zum Beispiel irgendwas einsammelt, ist dann weg. Und der Bogen soll wohl auch anders klingen, da habe ich jetzt nur leider keinen zur Hand. Die Viecher klingen auch ein bisschen anders. Genau, so, die Kuh, die klingt nämlich nicht mehr so happy, nachdem sie geschlachtet wurde. Und das finde ich besonders interessant. Sau gut. Na, also, so werde ich dann wohl zukünftig klingen. Oder so ähnlich. Also, ich habe ja da ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten. Und habe jetzt auch entsprechend mein variableres Mikro dann genommen. Ich wollte ja eine Komplettlösung haben. Die habe ich ja jetzt auch. Ich will es nur nochmal betonen, das hier ist ein Headset. Jetzt werden wahrscheinlich einige kommen, ja, das hättest du wahrscheinlich 100 Euro billiger haben können. Ja, ich weiß, habe ich alles schon gesehen, aber ich bin zufrieden. Ich habe jetzt das Beyer Dynamic MMX 300. Und das würde theoretisch mit Ansteckmikro und Beyer Dynamics Kopfhörern, ja, wahrscheinlich 100 Euro weniger kosten, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Solange ich dann nur eins von den beiden wieder zurückschicken kann, das davor, was ich jetzt die ganze Zeit habe und auch bei Watch Dogs noch eine Weile zu hören sein wird, weil ich es eben sehr lange benutzt habe, ist das Astro A50 gewesen. Oder A50. Das war vom Ding her schon ganz nett, aber es war jetzt nicht so der Qualitätsboost, den ich gesucht habe. Deswegen, ja, habe ich natürlich alles dran gesetzt, das Ding hier zum Laufen zu bringen. Und ja, gibt eigentlich viel zu erzählen. Ich werde jetzt nach diesem Video direkt unmittelbar anfangen, wieder Minecraft Hexit aufzunehmen. Da hatte ich ja insgesamt 4 Folgen, die alle noch mit dem anderen Mikro gewesen sind. Ich habe jetzt übrigens bewusst das Thema Mikro erstmal weggelassen, weil ja, ne, Gabi, du hattest schon recht, also das nervt auf Dauer. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe vielleicht ein Ventil gesucht, um den Frust so ein bisschen loszuwerden. Und ja, das habe ich dann eben in meinen Videos so praktiziert. Ja, ich laufe hier sinnlos rum, ich weiß, aber das geht ja nur darum, dass ich zumindest ein bisschen was mache. Was bist du? Ein Zombie. Ach ja, wie nett. Gott, die klingen ja gruselig. Na, also dieses Soundpack hat einiges verändert. Schade nur, dass es bei der Hexit-Version noch nicht geht, weil ich glaube erst ab Minecraft... Autsch. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. So nebenbei bemerkt. Erst ab der Minecraft 1.6 Version war es möglich, ohne einen Modloader Sounddateien einzufügen. Da gab es so schöne Soundpacks, die ich gesehen habe. Zum Beispiel Oblivion Craft. Also das übernimmt die Sounds von vom Spiel Oblivion. The Elder Scrolls, you know. Der Vorgänger von Skyrim praktisch. Viele kennen die alten Teile ja gar nicht mehr, ne? Skyrim ist zwar super gewesen, aber dem gingen ja schon andere tolle Spiele voran, wie zum Beispiel eben, ja, Oblivion. Und natürlich, was noch mehr Retro ist, Morrowind. Ich muss zugeben, dass ich gerade so, ich glaube, Arena gab es noch und Daggerfall, das muss ich ehrlich zugeben, das habe auch ich nicht gespielt, aber die anderen Vorgänger auf jeden Fall. Und wie gesagt, da konnte man dann diese Elder Scrolls Sounds praktisch mit einfügen. Und ey, das ist so geil. Also ich wusste es echt nicht, aber ich habe es ja nie hinterm Berg gehalten, dass ich ein Kacknoob bin in Sachen Minecraft. Und ja, so ist es dann halt.
Ich will das jetzt auch nicht zu lange machen. Eins will ich noch loswerden. Meine beste Freundin hat heute Geburtstag. Jetzt machen wir es mal richtig kitschig. Nadine, hab die lieb. Alles Gute zum Geburtstag. Und ja. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, dass ich das jetzt mal in dem Video mache, weil ich konnte sie leider nicht mehr anrufen, weil, ja, die war wohl schon schlafen. Ich bin recht spät von der Arbeit heimgekommen und vielleicht sieht sie ja dann das, weil bis ich dann irgendwann mal aufstehe, ist sie wahrscheinlich längst wach, weil ich habe jetzt frei einen Tag. Und ja, ich muss die Nacht praktisch noch durcharbeiten. Ja, wenn man so will, ne, ich muss ja mein Programm fertig kriegen, von daher, also musste das unbedingt mit ins Video rein. Soweit war es das von mir. In Sachen Mic-Quali wird sich vielleicht noch ein bisschen was verändern, weil ich eben die Regler noch ein bisschen anders schiebe. Aber im Großen und Ganzen, so werde ich in Zukunft klingen. Ich bin sehr zufrieden damit bisher und ja, ich hoffe, ihr seid's auch. Bis dann. Ciao, Leute.